So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Loose, heute mit mir, dem Crusader, auf dem Hügel, ich sehe den Panzer in Richtung Süden. Zu spät erkannt, verdammt. Ja, war nur gemeldet, ich kann nicht genau sagen, wo er kommt. Panzer zerstört. Jetzt gerade ein super Beispiel dafür, wie man ein Fahrzeug aus weiter Distanz effektiv abschießt. Man muss das einfach im Gefühl haben, man muss mega viel hochhalten und dann geht das schon relativ problemlos. Das ist auch nach dem Update kein großes Problem für jeden, der die Panzerfaust ein bisschen beherrscht, ist das relativ einfach umzusetzen. Panzer ist bereits zerstört worden, ich habe den im Süden schon weg. Aus Norden kommt einer auf unsere Granate zu. Ich hab den Outpost ganz nach vorne geholt, der könnte jetzt hier spawnen direkt. Bevor ihr sterbt, versucht eure Granate in den Punkt reinzuschmeißen. Jo, aber pass auf, ich bin gerade schon drin. Okay, bin down, egal. Da kommt gerade noch ein Tiger angefahren auf den Punkt. Ich versuche den abzufangen. Ja, perfekt. Keine Granaten mehr reinschmeißen, da ist zu viel los von unseren. Ja, von links auf von Tiger ausgesehen. Kommt von Darrow. Ja, Hardcap ist busy. Hab den Tiger. Ich würde mal kurz zum Panzer rüber wechseln. Vielleicht kann jemand den Offizier übernehmen. Wir brauchen dringend jemand, der mit Panzer fährt. Gegner hat hier überall Minen hingelegt, Alter. Die Minen, die Waffe der No-Aimer sind Minen, ey. Krass widerlich, ey. Minen mag ich gar nicht. Wir brauchen einen Außenposten auf dem Punkt. Ist jetzt unser Squad-Lead ist jetzt raus, um uns einen Außenposten da zu lassen. Hat uns im Stich gelassen. Ja. Hat jemand Erfahrung? Ich spiele zum ersten Mal, deswegen will ich jetzt nicht unbedingt gleich ein gutes Squad-Lead machen. Kein Problem. Schnapp dir den Squad-Lead und setz irgendwo einen Außenposten hin. Irgendwann muss man es ja mal lernen. Ich meine, ist zwar nicht unbedingt das Beste, aber du kannst es auf jeden Fall probieren. Ja, wo ich reinkomme.
Okay. F8 wäre unser nächstes Ziel, ne? Okay. Der ist unbesiegbar, der Typ, das ist Chuck Norris, der Soldaten, Alter. Der hat einen Disconnect, Leute, der hat einen Disconnect, der ist gar nicht mehr auf dem Server, der Typ, der hat einen DC. Der hat einen Disconnect, Alter, Leute, chill doch mal. Der ist nicht, guckt jetzt ist er weg. Alles gut. Ja, hier ist super heiß um mich herum. Ist das Haus oder? Hinterm Haus irgendwo, ja. Ja, hinterm Haus hat sich hier wieder was gezeigt, da steht irgendwas dahinter. Toll, Arti! Toll! Es ist 2 Daumen hoch! Super! Geil! Du hast es drauf! Du hast es drauf, mein Junge! Du hast es drauf! Was für ein Level bist denn du? Warfare. Wie heißt denn der? Ne? Level 1er Offi, das ist aber okay, den habe ich ja eben gerade selbst dazu gemacht. Was ist der Kerl hier? Warfare. Na, 24, okay, das sollte eigentlich gehen, aber. Egal, schieß mich ruhig weg. Könntest du unserer Arti bitte sagen, dass sie, wenn sie in unseren eigenen Punkt schießen möchte, noch ein bisschen weiter hinten halten muss? Sonst trifft sie nicht in unsere eigenen Leute.
Karotten eben gehabt, dass ich ihn nicht zurückgekickt habe. Ja, oh, da stand irgendwo einer rechts noch vom Haus. Der hat schon ein Auge gemacht, weil ich da eben zu viel geschossen habe. Okay, ich hoffe, dieser kurze Gameplay-Ausschnitt hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über das Panzer zerstören und Bugs, was weiß ich was, erfahren wollt, dann ja, schaltet wieder ein. Bis dann.